Wechsler, 3-2-1. Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie es hinter den Kulissen der Thaya aussieht? Die meisten Zuschauer sehen die Seminarbeiträge vom Team Mittelerde TV aus Raabs an der Thaya nur im Internet. Diejenigen, die sich aktiv an den Seminaren beteiligen, sind da schon näher dran und bekommen mehr Hintergrundinformationen und Eindrücke davon und treffen ihre Lieblingsreferenten persönlich und wechseln das eine oder andere Wort mit ihnen. Doch was läuft da noch alles, damit alles möglichst reibungslos über die Bühne geht? Schauen wir noch mal zusammen rein. Wenn die Natur früh morgens erwacht und in der Liebnitzmühle langsam aber sicher wieder Leben einkehrt und die Thaya ihre tollen Energien freisetzt, bereiten Michael und sein kleines, aber fleißiges Team im Hintergrund für rund 140 teilnehmende Menschen das Frühstück zu. Das Seminarprogramm für die ganze Woche sieht zwar übersichtlich aus, aber es hat es in sich. Während sich die einen noch einen Moment vom Lagerfeuer erholen, stehen die anderen mit Ina auf der Wiese zum Yoga, um fitter in den Tag zu starten. Währenddessen wird vom Team im Hintergrund der aktuelle Wetterbericht möglichst genau analysiert, damit die Vorträge möglichst im Trockenen abgehalten werden können. Kleinere und größere Hintergrundabläufe werden durchgegangen, um möglichst gut für den Tag gerüstet zu sein und möglichst wenig improvisieren zu müssen. Denn eine alte Weisheit sagt, die Wetterprognose stimmt immer, nur das Datum kann variieren. Über einen internen Telegram-Kanal werden die Gäste vor Ort von Ina jeweils tagsüber über den aktuellen Stand oder über Änderungen informiert. Etwa eine Stunde vor Beginn beginnt der Aufbau der Technik. Gefühlte 200 Kilometer Kabel müssen am richtigen Ort verlegt, gelegt und am richtigen Ort angeschlossen werden, damit die Vorträge via Kamera möglichst fehlerfrei und in einem Take aufgezeichnet werden können. Nachdem alles steht, werden Kamera- und Toneinstellungen für die jeweiligen Referenten eingestellt. Dies muss jeweils jedes Mal neu gemacht werden, da manche Referenten zum Beispiel eine leisere oder lautere Stimme haben. So, nochmal? Besser? Ach, das ist zu laut. Besser jetzt? Okay. Am Flipchart oder via Laptop über eine externe Videoleinwand ihren Vortrag halten. Wie ihr aus dem Wochenprogramm sehen könnt, wird das ganze Setup mehrere Male pro Tag an die verschiedenen Vorträge und Referenten angepasst. Nachdem pünktlich alle interessierten Gäste an ihren Platz sind, geht es los. Es werden Erkenntnisse, Eindrücke und Wissen vermittelt, mit denen die Menschen in ihrem persönlichen oder größeren Umfeld kleine und größere Werkzeuge in die Hand bekommen, um aktiv ihr Weltgeschehen zu verbessern, zu meistern und weiterzugeben. Nach der Mittagspause geht es für Interessierte entweder weiter oder zum Beispiel in die Thaya zur Abkühlung, in den hauseigenen Pool oder andere Aktivitäten, die zur Verfügung stehen. Hinter den Kulissen hat das Team jedoch weniger Freizeit. Da werden Videos geschnitten, eventuelle Tonprobleme möglichst korrigiert und auf die verschiedenen Plattformen hochgeladen, was eine sehr große Zeit in Anspruch nimmt. Für die Live-Sendung werden Beiträge recherchiert, durchforstet, sortiert und bereitgestellt, damit die Sendung dann möglichst informativ, interessant und flüssig zu euch nach Hause kommt. Mit welchen Gästen wird die Sendung stattfinden? Da sitzt Ricardo Leppe, herzlich willkommen! Denn wir holen nach vorne, das machen wir mit Applaus. Mikrofon hast du schon an. Die Sam von Sam Soul & Mind, die ist nämlich auch da. Herzlich willkommen! Und hier ist Hans-Joachim Müller. Bums! Bei manchen Themen darf man den Humor nicht verlieren. Er hat das geschrieben. Helene Bubrowski. Na, wenigstens die Frisur sitzt bei Helene. Bei manchen Themen, sehr geehrten Damen und Herren, muss man ernst bleiben und es möglichst für alle richtig machen. So. Also, na, das nicht, das kannst du nicht zeigen. Das. Zeig mal, was du nicht zeigen darfst.
Je nach Wetterlage und Prognose wird die Sendung draußen oder drinnen ausgestrahlt. Das bedeutet Umzug von einem Teil des Equipment, was noch gebraucht wird. Zu dem Setup, das tagsüber eingesetzt wird, kommen nun auch noch Beleuchtung und unter Umständen eine andere Hintergrunddeko dazu, um eine optimale Qualität an Bild und Ton zu liefern. Дорогие друзья, Wodka. Manchmal merkt man erst kurz vor der Sendung, dass die Kamera nicht einwandfrei funktioniert, weil ein Kabel Schaden genommen hat. Schnell in den Technikraum, ein neues Kabel holen, ersetzen und eine Stolperfalle gelegt. Wenn die Sendung dann live übertragen wird, merken die Zuschauer außer einigen Minuten Verzögerungen oder eine Bemerkung von Daniel nichts Atmen davon. Atmen heißt es, ja. Ich sitze hier völlig verschwitzt, denn vor 3 Minuten haben wir festgestellt, das HDMI-Kabel an der Kamera will nicht mehr für den Preis, für den dann wird der Schalter umgelegt und professionell gehandelt. Jetzt sind wir online, hoffentlich mit Ton. Herzliche Grüße ins Internet, überall dort, wo Internet geht. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön an euch hier. Ist die Sendung fertig, werden die Gäste über den Abend oder anstehende private Veranstaltungen informiert. So, das heißt, jetzt nochmal Getränke fassen, wäre vielleicht ganz günstig. Oder ihr könnt auch gerne hier sitzen, aber die harten Jungs und Mädels, die gehen jetzt ans Lagerfeuer. Und die ausgebildeten Pyrotechniker setzen sich bitte ganz vorne hin. So, los geht's. Nach der Sendung muss zuerst noch die gröbste Elektronik wie Boxen, Mischpult und so weiter wieder abgebaut und sicher verwahrt werden, damit am Folgetag alles wieder einwandfrei und unbeschädigt funktioniert. Das begehrteste Event ist natürlich das gemeinsame Lagerfeuer mit Singen, Gesprächen und Vernetzung unter den Gästen. Man lässt den Tag Revue passieren und verarbeitet das Erlebte, Gehörte und das Verstandene vom ganzen Tag. So viele Informationen und Erlebnisse tun unheimlich gut, sind jedoch auch sehr anspruchsvoll. Man munkelt, manche bleiben länger und halten Brandwache am Lagerfeuer, weil am frühen Morgen die Vögel so schön zwitschern. Dies sind meistens nicht diejenigen, die bei Ihnen in der frühen Yogastunde auf der Matte stehen. Somit schließen wir den kleinen Einblick hinter die Kulissen und freuen uns auf ein Wiedersehen an einem der nächsten Veranstaltungen, wenn es wieder heißt. Das Ton, das Bild, das Hans-Joachim Müller. Und hier ist live von Atalia mit Publikum. Wir danken allen, die sich mit einem wachen Verstand, Neugier und zuversichtlicher Lebensfreude die Beiträge genießen können und gleichzeitig einen Beitrag erhalten, um unser Miteinander und Füreinander zu stärken, anstatt nebeneinander und gegeneinander zu agieren. Bleiben Sie gesund und denken Sie nicht nach. Stopp. Tschüss.